Seit Einführung der zweiten Fußball-Bundesliga im Jahre 1974 ermitteln jeweils die Vizemeister der beiden Ligen Süd und Nord den dritten Aufsteiger in die höchste deutsche Fußballklasse. In diesem Jahr waren es der TSV 1860 München ganz in Weiß zu erkennen und Arminia Bielefeld, die in drei Spielen voller Dramatik und bisher nie gekannter Spannung diesen noch freien Platz richtiggehend auskämpften. Das ist die 30. Spielminute und ganz bezeichnend für diese Münchner Mannschaft an diesem Nachmittag ein Eigentor durch Willi Birovka, geschossen hat im Moors, der Spieler mit der Nummer 10. Und jetzt lässt Birovka, der eigene Abwehrspieler, seinem Torhüter Bernd Hartmann keine Abwehrchance. Die Bielefelder überlegen. Das ist Pohl, der Außenverteidiger, von Nachreiner verfolgt bis auf Lienen. Ein herrliches Kopfballtor zum 2:0 nach 52 Spielminuten. Und Jimmy Hartwig, sein Gegenspieler, war erneut nicht zur Stelle zu sehen. Das ist Erhard. Achtung bitte. Schilling völlig frei. Und 3:0. Schon ein klarer, fast aussichtsloser Rückstand für den TSV 1860 München. Aber es kam hier in dieser Begegnung noch schlimmer für den TSV 1860 München. Schilling jetzt und Achtung bitte auf Eilenfeld, 16 Meter. Das schönste Tor des Tages vom besten Mann auf dem Felde, Norbert Eilenfeld, dem Mittelfeldspieler mit der Nummer 8. Es war das 4:0 in der 73. Spielminute. Mit großen Hoffnungen waren die Münchner nach Bielefeld gekommen und nach diesem Spiel war eigentlich die Chance auf den Aufstieg so gut wie vertan. Obwohl es keine begründete Hoffnung mehr für die Münchner Mannschaft gab, waren eine Woche später nicht weniger als 60.000 Zuschauer im Münchner Olympiastadion, um dieses Wunder von München mitzuerleben. Metzger, der ja lange verletzt war, in Bielefeld fast ein Totalausfall, steigerte sich auch enorm, wie überhaupt die ganze Münchner Mannschaft, fast sich fast um 100% steigerte. 1:0 durch Toni Nachreiner. Wir sehen auch der Libero ganz weit aufgerückt. Hauenstein. Und das war das Glück für die Münchner, dass sie innerhalb von 2 Minuten 2 Tore vorlegen konnten. Hier Hauenstein, läuferisch ein Vorbild, kämpferisch nicht minder. Und wie gesagt, der Torschütze, Sie haben es gesehen, zum 2:0. Jetzt Hartwig. Ein sehenswerter Treffer, Jimmy Hartwig zum 3:0. 51. Spielminute. Und wie schon bei den ersten beiden Toren, auch hier sofort die Möglichkeit zum nächsten Treffer. Foul von Peitsch an Toni Nachreiner. Jetzt war die Frage, wer schießt diesen Elfmeter? Schorsch Metzger nahm sich ein Herz, legte den Ball auf und ganz überlegt schickte den Bielefelder Torhüter in die falsche Ecke. Und damit war tatsächlich das eingetreten, was nur ganz, ganz wenige überhaupt erhofften. Und da ist der Schlusspfiff nach einem hervorragenden, kämpferischen Einsatz der Münchner. Unbeschreiblicher Jubel natürlich auf den Rängen. Nach 180 Spielminuten, in denen keine Entscheidung gefallen war, mussten die Spieler, die zum Teil schon ihren Urlaub gebucht hatten, für diesen Zeitpunkt also noch einmal auf den Rasen, noch einmal 90 Minuten, um endgültig nun die Entscheidung zu bringen. Peitsch, der gegen Metzger spielte, und hier ganz große Möglichkeit für Mittelstürmer Erhard. Birovka. Und noch eine Chance, Pfosten. Und wieder rettet der Pfosten, zur Halbzeit also 0:0, leistungsgerecht. Die zweite Halbzeit also musste nun doch die Entscheidung bringen. Lienen. Und auch er trifft nur Holz, und dann diese Reflexbewegung von Hartmann, als Erhard geköpft hatte. Sie sehen also, beide Mannschaften hatten mehrfach die Möglichkeit, hier frühzeitig zu Toren zu kommen. Und jetzt eine folgenschwere Szene. Peitsch gegen Metzger, und Peitsch hatte schon zuvor die gelbe Karte gesehen. Und Schiedsrichter Horstmann verweist ihn nach diesem Foul des Feldes. Rote Karte für den Bielefelder Außenverteidiger. Konditionell und kraftmäßig
hatte diese Mannschaft einiges zuzusetzen, das sah man schon in München. Und das gab letztlich dann in Zusammenarbeit vielleicht mit diesem Platzverweis auch den Ausschlag. Hauenstein, Falter. Sicherlich das Beste, was er in diesem Spiel anzubieten hatte. Und Hartwig. Herbert hier, der eingewechselt wurde in der Schlussphase für Agatha. Stein, der beste Bielefelder Spieler erneut. An ihm lag es sicher nicht. Ja, die Zuschauer machten sich schon bereit, das Spielfeld zu stürmen. Da passierte Folgendes. Nach Rainer. Und da kommt George Metzger, 3 Minuten vor dem Ende. Die endgültige Entscheidung, 2:0 für den TSV 1860 München nach 270 Spielminuten. Voller Dramatik, voller Spannung, voller Härte. Gewann, das sollte man ehrlicherweise sagen, der Glücklichere. Die Münchner Mannschaft, die zwar favorisiert in diese Aufstiegsspiele hineingegangen war, die sich aber fast mehr, möchte ich sagen, als 100% letztlich steigern musste, um dieses große Ziel tatsächlich zu verwirklichen.